Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Foundation. Wir sind ja bald hier doch endlich mal mit unserer Brücke fertig, das finde ich super. So, und siehe da, wie auf Stichwort, wir sind es. Das heißt, wir haben jetzt hier eine wunderschöne kleine Insel, in der wir produzieren können. Aber ich würde sagen, wir sollten erstmal schauen, dass wir unsere weiteren Bauprojekte hier fertig kriegen. Allen voran natürlich dieses mächtige Kloster, was noch einiges, wirklich einiges an Zeit brauchen wird. Was haben wir denn an gehauenen Steinen? 32. Wir brauchen noch, ja, 1700 allein hierfür. Könnte anstrengend werden. So, wie viel, wo ich gerade sehe, dass zwei neue kommen, habe ich Arbeitslose? Oh, ich habe ein... Alter, habe ich so viele Arbeitslose? Krass. Nein, da ist schon alles voll. Ich schau mal kurz, was ich für Betriebe habe, wo ich gegebenenfalls noch was hinzufügen könnte. So, bei den Steinhauern hauen wir mal alles voll. Hier bei dem einen Lebensmittelstand, welcher ist es? Der hier. Ach so, da fehlte noch einer. Ja, guck mal einer an. Und ich wundere mich schon, warum mir kein Brot mehr verkauft wird. So, aber da ich so viele Arbeitslose habe, wo jetzt nochmal zwei hinzukommen, wie viel habe ich jetzt? Immer noch 5 Stück plus die 2, die noch unterwegs sind. Glaube ich zumindest, dass die noch dazukommen. Da würde ich doch sagen, machen wir jetzt erstmal hier 2 Sammelhütten hin. Und lassen die dann Sammler werden, damit auch alle gut versorgt sind und gut genährt sind. Ein paar scheint es hier doch an Mampf zu fehlen, aber ich glaube weniger, weil wir nicht genug haben, sondern einfach, weil die Versorgung nicht so gut hinterherkommt. Vermute ich jetzt zumindest. Oh Gott, das wird noch so dermaßen lange dauern. Genauso wie Ette hier. Wobei, das hier wird noch einigermaßen gehen, denke ich. Ein Wohnhaus wird fertiggestellt. Schön, und da steckt jemand fest. Hä, wo steckst du denn fest? Ach, du steckst hier drin fest. Oha. Das ist natürlich schlecht. Ich finde es doof, dass man die nicht irgendwie zurücksetzen kann. Na gut, da werden wir so nicht drum rumkommen gerade. Oh, da wandert gleich hier wieder jemand zu. Das ist ja auch nicht schlecht. Noch 3 Tage. Regelanpassung. Keine Ahnung, wo man das macht. Wäre eigentlich mal nett zu wissen. Gibt es noch irgendwelche... Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigt. Gibt es denn noch irgendwelche Buttons, die ich noch nicht ausprobiert habe? Hilfe. Grenzanzeigen. Zonenanzeigen. Beliebtheit und Produktivität. Soweit so unspektakulär. Nun gut, dann ist das wohl so. Vielleicht sollte ich hier mal eben Prio draufsetzen, dass ich schnell fertig werde, damit wir die Leute an die Arbeit kriegen. Na, guck, die Freude steigt zumindest ein bisschen. Das ist schon mal gut. So, aber hier, das wäre sehr schön, wenn das endlich mal fertig würde. Das ist sogar schon priorisiert. Das ärgert mich ja gerade so deswegen. Aber alle rennen halt hier hin, ne? Wir könnten natürlich auch einfach aus allen Bauarbeiter werden lassen. Wobei, ich glaube, die würden sich dann auch noch mehr hier hinstürzen. Und wieder 2 neue Larrys. Ah, will ich das einstampfen oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Schwierig, schwierig. Bin echt hin und her gerissen, ob ich das machen will oder nicht. So.
Achso, da die Gebiete habe ich schon eingeteilt. Sehr gut. Ich könnte natürlich noch auch eine weitere Steinmetzhütte machen. Zum Beispiel einfach mal da hinstellen. Und einen weiteren Steinbruch sowieso, nämlich hier hinten hin. Das sollte auf jeden Fall mein Problem, sag ich mal, dass wir zu viele Arbeitslose haben, doch in den Griff kriegen. Da bin ich optimistisch. Im Übrigen, ich habe ja noch das Herrenhaus aus Stein, was ich auf jeden Fall noch bauen will. Und das werde ich machen, sobald dieser Turm hier fertig ist. Wobei ich mir überlegen bin, ob das Sinn macht, wenn das Kloster als Baustelle noch läuft. Wir könnten das natürlich auch mal theoretisch ein bisschen pausieren. Komm, wir pausieren das mal. Dass wir erstmal den Rest fertig bekommen. Wie viele Bretter haben wir denn zum Beispiel? 386 und die kommen einfach nicht hin, weil hier immer nur einer zugewiesen ist. Das ist doch zum Kotzen. Da bringt schon einer wieder 100 Bretter. So, die Sammlerhütte ist fertiggestellt. So, da hätten wir schon mal drei Larrys weniger, die hier herumlungern und nichts tun. Und dann nochmal drei Larrys weniger. Da bringt schon jemand Material, sehr gut. So, ist denn hier schon jemand unterwegs? Jawohl, Mail Nummer 1631, das ist doch sehr lieb, dass du dich da um die Larrys kümmerst. Mal, muss ich nochmal... Oh, hier hinten habe ich ja noch einiges an Gebiet, was ich mal bereinigen sollte. Und da könnten wir dann auch nochmal ein etwas größeres Wohngebiet draus machen. Denn wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Platz jetzt noch brauchen. Weil es werden bestimmt nicht die letzten Larrys sein, die vorbeikommen. Na, guck, da wird auch schon ein Haus gebaut. Oder ausgebaut, whatever. So, dann grenzen wir das doch schon mal ein. Als Wohngebiet. So. Und mehr Larrys schließen sich an. Way! Komm, wisst ihr was? Wir machen mal hier die Pause weg. Wir haben jetzt genug Baustellen. Wow. Und direkt alle rennen sie dahin wie die Wahnsinnigen. Sehr schön. Wisst ihr was? Komm, wir gönnen uns mal ein bisschen mehr Tempo. Dass wir diese Baustellen endlich mal fertig kriegen, weil da ist mir doch ehrlich gesagt schon ziemlich dran gelegen, dass wir da mal irgendwann zu einem Ende kommen. Ich möchte jetzt nicht noch weitere 50 Folgen überspitzt gesagt hier, wobei, was heißt überspitzt, weitere 50 Folgen hier an diesem Kloster rumbauen. Es könnte nämlich tatsächlich sein, dass das passieren wird, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Und das, wie gesagt, möchte ich ungern. So, erstmal hier bei der Steinmetzhütte einen dazu. Und schon mal zwei da in einem Steinbruch. Und nochmal zwei. Jetzt dürfte ich, glaube ich, keine Arbeitslosen haben. Schauen wir mal. Nein, alle sind in Lohn und Brot. Sehr schön. Also, und ich glaube, ich könnte auch bald mal den einen oder anderen Holzfäller hier von seinem Dasein als Holzfäller erlösen. Na, die Fische behalte ich lieber. Brauchen ja eh nichts mehr, deswegen wird auch nichts mehr rausgerückt. Also ich meine, wir brauchen nichts mehr an Punkten hier. Wir brauchen hier noch ein bisschen Punkt, aber die Punkte für das neue Gebäudeteil fürs Herrenhaus haben wir da freigeschaltet. Hier haben wir das eigentlich freigeschaltet. Das hier wird bald kommen, sobald der Bergfried hier steht. Und da sind wir sowieso bei einem dabei. Schreibraum. Ich vermute, der ist noch nicht implementiert. Oder es handelt sich hierbei schlicht und ergreifend um einen Bug. Kann natürlich auch sein.
So, ich würde sagen, wir machen hier vorne schon mal eine Schäferei hin. Ich überlege nur gerade, wo. Ach komm. Hier hinten schön. Dann machen wir eine Weberei nebenan. Und eine Schneiderei vorne an die Straße, sobald wir dann genug Geld haben, was jetzt der Fall ist. Sehr gut. So, hier, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber man sieht so langsam die Pfeiler wachsen, das heißt, es wird wenigstens gebaut. Blöd ist nur mal der Wechsel, weil dann rennt einer hin, kloppt 3-4 Mal drauf, dann kommt der nächste, kloppt 3-4 Mal drauf und das sind halt ist halt einfach Zeit, die verloren geht. Von daher nicht so geil. Na, so langsam wird ein Schuh draus und das, obwohl ich ein Kloster haben wollte, unglaublich. Und ja, ich weiß, der war flach, ich geb's zu. Oha, einem fehlt es an Erleuchtung. Da passen 70 rein, hier passen 50, das macht 120. 196 haben Platz bei uns. Mhm. Und trotzdem reicht es dir nicht, oder was? Wobei, Moment, das könnte hier diese eine Person sein, die feststeckt. Ja, die will zur Kirche gehen, okay. Dann ist das was anderes. Sehr schön, dann bist du fleißig bei. Und ich werde dann auch mal so ein Gebäudeteil fertig. So, ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns. Das war Madame, die feststeckte. Das ist okay. Ich freue mich immer, wenn hier so Gebäudeteile fertig werden und dann die Gesamtsumme einfach ein bisschen sinkt an Teilen, die man noch braucht. Gut, hier ist das natürlich nicht der Fall. Es ist ja nur ein Gebäude. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern, aber du wartest mir gerade auf und gesagt, zu lange auf den Baumeister. So ein Gesandter sucht uns. Das klingt doch mal wieder nach einer Militärmunition, genau, nach einer Militärmission. Deswegen leisten wir dem Beruf doch gerne Folge und schicken unsere gemischte Armee in den Krieg. Mal wieder. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht doch nochmal eine Pause machen will, damit wir hier die anderen Gebäude erstmal hochziehen können. Und wir entsprechend die Bedürfnisse nach Kleidung zum Beispiel ein bisschen gestellt bekommen. Und ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Dann haben wir hier nämlich auch mal wieder bei allen ein Dach über dem Kopf. Was ja mit Sicherheit auch durchaus wünschenswert ist. Und wieder zwei neue Larrys. Way! Ja, macht mal eure Arbeit nicht fertig, dann. Ach so, das ist noch nicht fertig. Ich dachte schon, hey, warum sehen die Dächer anders aus? Und dachte erst, oh Gott, bitte lass mich jetzt nicht da die falschen Gebäudeteile hingebaut haben. Aber es sind schlicht und ergreifend die Dächer noch nicht durch. Von daher, Gott sei Dank, es passt. Wie viel Arbeitslose habe ich jetzt? Ich glaube 4. Nein, 2 nur. Okay. Soll mir recht sein. Sehr schön. 881 Bretter sind schon da. Das ist super. Dürfte auf jeden Fall viel bei rumkommen. Hier brauchen wir zwar noch einiges, aber Hauptsache das Ding ist bald mal durch. Schon mal eine Sorge weniger. Und allein dafür ist es mir schon wichtig, dass das Türmchen endlich mal fertig wird. Doch, wie Arbeitslose. Guck mal einer an. So, Wohnhäuser alle fertig. Wunderbar. Wunderbar.
Also du baust mal schön weiter, das lächerliche Türmchen. Na, hier die Pfeiler wachsen. Schön. Sehr, sehr gut. So, der Schneider ist fertig. Dann bringen wir da schon mal jemanden in Lohn und Brot. Auch wenn wir hier noch ein bisschen Material bräuchten. Ah, ich weiß halt nicht, will ich jetzt schon wieder die Baustelle aufmachen, will ich es nicht machen? Na, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So, die Soldaten sind von der Mission zurück. Das ist super. Dann würde ich sagen, geben wir doch noch mal schnell ein bisschen Geld aus. Zum Beispiel dafür. Wahlweise auch dafür. Wahlweise auch, ja, okay, jetzt haben wir es ein bisschen übertrieben. Jetzt sind wir nämlich deutlich im Minus. Aber gut, kriegen wir alles hin. So, du bist hier weiter fleißig am Klöppeln, das ist super. Alle Pfeiler wachsen, das ist doch schön. So, Geld ist da, wunderbar. Très chic. Wollen wir noch ein Gebiet kaufen und wenn ja, wo? Oder interessiert uns das jetzt einfach mal einen feuchten? So, Schäferei und Weberei sind fertig. Da packen wir dann jetzt erstmal eine Schafzüchter hin. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 Weber. Sehr schön. Haben wir jetzt alle Lohn und Brot? Ich glaube nicht, weil es kamen wieder welche dazu. Ja, 2 sind noch arbeitslos. Aber wir haben hier noch so einen Steinbruch. Da könnten auch noch mal ein paar mithelfen. Na, einer zumindest. Haben oder nicht? Ich würde sagen, ich lasse dann die Baustelle doch mal wieder weiterlaufen. Zack. Schon bringen sie alle wieder Zeugs ohne Ende dahin. Aber ich denke mal, hier werden sich auf jeden Fall die Materialien, die wir insgesamt brauchen, drastisch reduzieren, wenn wir den Teil fertig haben und der rausgerechnet wird. Weil ich glaube, der macht den Mammutanteil aus. Gut, die anderen Gebäude hier natürlich auch. Die machen auch viel, aber ich denke, das hier wird den meisten, den größten Teil ausmachen. Es sieht sogar schon relativ fertig aus. Sehr schön, alle bringen so Steine. Da brauchen wir mit Abstand am meisten von. Auch wenn wir vom Rest nicht gerade wenig brauchen. Aber wie gesagt, Steine ist halt unser Hauptproblem. Beziehungsweise das Hauptbedürfnis, sagen wir mal, was diese Baustelle hat. Sehr vielen Dorfbewohnern fehlt es am Mampf. Kann doch gar nicht sein. Was mich aber daran erinnert, vielleicht doch nochmal die eine oder andere Fischerhütte zu bauen. So, Moment, ich war gedanklich beim falschen Spiel, deswegen habe ich jetzt erstmal die falsche Taste zum Bauen gerückt. So. Und mehr Larrys. Way! Wie schaut's hier aus? Ja, guck an. War schon wieder mit dem Baumaterial. Ne, das sieht hier tatsächlich so aus, als wären die Teile fertig, aber als wäre es das falsche Dach. Ja, schade. Sieht dann jetzt entsprechend doof aus, auf Deutsch gesagt. Aber ich werde da jetzt bestimmt nicht nochmal die Baustelle abreißen. Dafür sind wir schon zu weit und es hat schon viel zu viel Zeit und Material gekostet, als dass ich da einen Abbruch machen würde. Aber gut, ihr Lieben, das ist jetzt auch nicht das Thema. Das Thema ist jetzt nämlich, dass wir einen kleinen Cut machen und dass wir alles für uns behalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Sikowski.